Stollenanlage. In der Mitte. Da ist Stollen, ja, doch w środku. Das ist die Stollenanlage des sogenannten Mittelwerkes. Zunächst unterirdisches Treibstoffdepot, dann Raketenfabrik. Czyli ta sztolnia, która na początek służyła za depozyt materiałów napędowych, później służyła za fabrykę rakiet. Für diese Stollenanlage hat man 8 Jahre gebraucht, um sie zu bauen, zwischen 1936 und 1944. Aby ją stworzyć, potrzebne było, wie viele waren das? 7 Jahre, ja? 8 Jahre, 36 bis 44. Okay. Potrzebowano 8 lat na wytworzenie tej sztolni, od 36 do 44 roku. Und das, was Sie hier gestrichelt sehen, da oben und hier unten und in der Umgebung gab es noch mehr, das waren die geplanten Untertagefabriken, die Luft, die Flugzeugfabriken, die neu entstehen sollten. Die sollten nicht in 8 Jahren gebaut werden, sondern in 8 Monaten. I to, co Państwo tutaj widzicie poznaczone, to są wszystko kolejne sztolnie, które miały być stworzone pod kątem nowej produkcji samolotów i one nie miały być zostać stworzone w okresie 8 lat, tylko 8 miesięcy. Die Fläche, die dort hergestellt werden sollte, war 10-mal so groß wie das eigentliche Mittelwerk. Das heißt, das Mittelwerk hatte 100.000 Quadratmeter, nun sollten 1,5 Millionen Quadratmeter gebaut werden und nicht in 8 Jahren, sondern in 8 Monaten. Völlig realitätsferne Planungen. Gdyby wziąć pod uwagę powierzchnię, która miała zostać wytworzona, ta sztolnia podstawowa, Mittelbau, Werk, ona ma 100 tysięcy metrów kwadratowych. Powierzchnia tych przyszłych wszystkich sztolni miała wynosić 1 200 000 metrów kwadratowych i to miało być wytworzone nie w ciągu 8 lat, lecz 8 miesięcy. Und das ist die eigentliche Geschichte mit dem Bau Doras. Nicht die Raketenproduktion, in der nur ein kleiner Teil der Häftlinge eingesetzt war, sondern das völlig sinnlose Leiden und Sterben von Zehntausenden von Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen auf Baustellen, die nie fertiggestellt wurden. I tu jest faktyczna historia Mittelbau-Dory, tego obozu tutaj. Nie produkcja rakiet, w którą zaangażowanych było 10% więźniów, lecz te wszystkie prace w sztolniach, gdzie, podczas których umierały dziesiątki tysięcy ludzi. Und diese Zehntausende von Häftlingen waren in verschiedenen Lagern hier in der Umgebung untergebracht. Und diese Lager wurden im Herbst 1944 administrativ zusammengefasst. Dora war zunächst noch ein Auslager von Buchenwald. Nun im Herbst 1944 wurde der ganze Komplex der Lager hier rund um Nordhausen unter der Bezeichnung KZ Mittelbau verselbstständigt, wurde ein eigenes Konzentrationslager. Jeżeli chodzi o tamten czas, to wokół Dory istniało wiele obozów koncentracyjnych, które w jesieni 1944 roku zostały połączone administracyjnie tutaj właśnie. Wcześniej Mittelbau Dora stanowiło taki podobóz, jak gdyby obozu w Buchenwaldzie. Od tego momentu, od 1944 roku, Mittelbau był obozem nadrzędnym dla wszystkich innych zgrupowanych wokół. Diese Zusammenarbeit hat etwa 40 Lager, die sich über den gesamten Harz erstreckten. Und Sie sehen, das Lager Dora ist wie die Spinne in der Mitte, in einem großen Netz. 40 sind das, ja? Etwa 40, około, ja. Około 40 obozów było rozlokowanych wówczas w górach Harcu. I tutaj Państwo widzicie, że obóz Dora jest jak ten pająk w sieci, w centrum. Es gab auch ein Lager mitten in der Stadt Nordhausen, das war die Bölke-Kaserne, eine von der Wehrmacht geräumte Kaserne. Und dort wurden in zwei großen Fahrzeughallen alle Häftlinge untergebracht aus dem KZ Mittelbau, die nicht mehr arbeitsfähig waren. Das war ein Sterbelager. Tutaj widzicie Państwo takie miejsce, oto tutaj, Bölke-Kaserne. To jest była kaserna, czyli to się nazywa takie miejsce pobytu, nie, dla żołnierzy. Zostało ono uprzątnięte, przeznaczone dla więźniów. Było to takie miejsce, gdzie trafiali więźniowie niezdolni do pracy, no, celem zakończenia życia. Hier kommt nun der Bereich, der die Häftlinge, der Häftlinge waren deutsche Häftlinge, die über 90% kamen aus den von der Wehrmacht besetzten Ländern Europas. Tylko niewielką część więźniów stanowili Niemcy, ponad 90% więźniów to byli więźniowie pozyskani z krajów zagarniętych przez Niemcy. Die große Bandbreite versuchen wir hier biografisch zu zeigen. Tutaj na tej ścianie próbujemy
przedstawić biografię niektórych więźniów. Und Sie sehen, das sind Menschen aus allen Teilen Europas. Insgesamt etwa 30%, also ein Drittel der Häftlinge Mittelbau-Duras kamen aus Polen. Tutaj widzicie Państwo, że więźniowie pochodzili z różnych krajów Europy Środkowej. Około 30% więźniów to byli Polacy. Polen stellten mit sowjetischen Häftlingen zusammen den größten Anteil an der Lagerbelegschaft. Polacy wraz z więźniami ze Związku Radzieckiego stanowili większość więźniów tego obozu. Es gab in Mittelbau-Dora auch Widerstand. Allerdings ist die Widerstandsbewegung im Lager selbst, weil das Lager nur so kurz existierte, hat sie nicht die Bedeutung gehabt wie in anderen Lagern, wie in Buchenwald zum Beispiel. Jeżeli chodzi o ruch oporu, to on również w obozie Mittelbau-Dora zaistniał, lecz ze względu na krótki czas istnienia tego obozu nie był on w stanie się tak rozwinąć, jak to miało miejsce na przykład w obozie w Buchenwaldzie. Die SS versuchte auch den Widerstand, insbesondere auch im Hinblick auf die V2-Produktion, mit allen Mitteln zu unterdrücken, am Ende insbesondere in den letzten Monaten durch grenzenlosen Terror. SS oczywiście zwalczało ten terror w aspekcie produkcji tej broni V2 szczególnie, poprzez daleko idące środki terroru w ostatnim tym okresie. In den letzten Monaten wurden hier vor Ort auf dem Appellplatz, aber auch im Stollen über 200 Häftlinge, vorwiegend sowjetische Häftlinge, öffentlich Mannschaften, sondern auch Verwaltungsspezialisten, Geologen, die sich mit Abwasser und so etwas auskennen, Manager, die für die Zwangsarbeit zuständig waren, also einen großen Rahmen von Personal außerhalb der SS, die aber genauso verantwortlich dafür waren, dass der KZ-Betrieb funktioniert. Oczywiście, jeżeli chodzi o prowadzenie spraw takiego obozu, to nie tylko potrzebni byli nadzorujący wprost pracę więźniów, lecz także menadżerowie, którzy ją organizowali, geolodzy, którzy badali tam sprawy odwodnienia na przykład. Więc cała duża rzesza osób, która poza SS musiała spełnić te wszystkie funkcje niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania obozu, ale które jednocześnie, w jednakowym stopniu, odpowiedzialni są za zapewnienie zdrowia. Und solche Leute stellen wir hier vor, von denen zum Beispiel einige nach dem Krieg dann eine große Karriere gemacht haben, wie Arthur Rudolph, der neben Werner von Braun einer der ganz maßgeblichen Raketenspezialisten gewesen ist, die später in den USA am Mondflugprogramm gearbeitet haben. I tutaj przedstawiamy właśnie parę takich osób, spośród nich na przykład Arthur Rudolph, który był konstruktorem rakiet. On wielką karierę zrobił po wojnie w Stanach Zjednoczonych, właśnie konstruując Aber wir sprechen hier nicht nur über die Leute an der Spitze der Hierarchie, sondern auch über die ganz normalen deutschen Arbeiter, die in den verschiedenen Betrieben, in denen KZ-Häftlinge Zwangsarbeit leisten mussten, als Vorarbeiter der Häftlinge eingesetzt wurden. Aber wir sprechen nicht nur über die Leute, die auf dem Spitze der Hierarchie waren, sondern auch über die, die direkt wie gesagt, die Arbeit der Gefangenen vorbereitet haben. Und wenn man sich diese Dokumente ansieht, die wir hier in diesen Vitrinen liegen, sieht, dann wird deutlich, dass der Nationalsozialismus eine zutiefst rassistische Gesellschaft gewesen ist. Es gab die selbsternannten deutschen Herrenmenschen, die alle anderen, seien es Häftlinge, seien es sogenannte Fremdarbeiter, als Untermenschen betrachteten, die sie nach Belieben misshandeln konnten und als Zwangsarbeiter einsetzen konnten. I na podstawie tych dokumentów zgromadzonych w Gablocie możemy uznać, że naziści byli przekonani o wyższości swojej klasy, natomiast wszystkich innych uznawali za podludzi, tych, których można na wszelkie sposoby wykorzystywać. Wenn man von gewissermaßen weiter im Winter 44-45 bis zum Ende. Tutaj zakończyliśmy po tamtej stronie na momencie zjednoczenia pod jedną administracją wszystkich obozów rozlokowanych na terenie Harcu. I tutaj idziemy dalej aż do końca, do czasu rozwiązania obozu wiosną 1945 roku. Ende 1944 und dann vor allen Dingen im Januar 1945 räumte die SS die Konzentrationslager im besetzten Polen. Und in Schlesien, insbesondere in Auschwitz und in Großrosen.
Jeżeli chodzi o koniec roku 44 i styczeń 45, to Niemcy porządkowali sprawy w obozach koncentracyjnych położonych w Polsce. Sie wissen ja, dass seit einigen Jahren der 27. Januar international als der Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus gilt. Der 27. Januar 45 war ja der Tag, an dem die Rote Armee in Auschwitz eingerückt ist. Wiecie Państwo o tym, że dzień 27 stycznia obchodzony jest na płaszczyźnie międzynarodowej jako dzień wyzwolenia obozów koncentracyjnych i dzień 27 stycznia to jest ten dzień 45 roku, oczywiście kiedy obóz koncentracyjny Auschwitz został wyzwolony przez Armię Radziecką. Und dieser Tag wird immer als der Befreiungstag von Auschwitz gefeiert. De facto aber sind in Auschwitz ja nur etwa 3000 Tote als lebende Häftlinge befreit worden. Alle anderen wurden in den Wochen vorher von der SS auf Todesmärsche getrieben in Richtung Westen. Und insgesamt sind etwa 16.000 Häftlinge aus Auschwitz und Großrosen Ende Januar 1945 hier in Mittelbau-Dora eingetroffen. Jeżeli chodzi natomiast o ten dzień, 27 stycznia, to on jest takim dniem bardziej symbolicznym, ponieważ przy uwolnieniu tego obozu, w nim obecnie było już tylko około 3000 żyjących więźniów. Całe opuszczenie tego obozu odbyło się tygodnie wcześniej i stamtąd około 16000 więźniów zostało przetransportowanych. Do Rom Śląsku jeszcze jeden obóz. Stamtąd właśnie pochodziło 16 tysięcy więźniów, którzy stamtąd trafili do Mittelbau-Dory. W styczniu 45. Und mit diesen 16.000 Häftlingen kam auch der gesamte Kommandanturstab, also die SS aus Auschwitz mit. Die ist ja natürlich nicht dort geblieben, sondern ist auch Richtung Westen gegangen und die SS aus Auschwitz kam komplett hierher in das KZ Mittelbau. Der letzte Kommandant des KZ Auschwitz wurde zum 1.4.45 Kommandant des KZ Mittelbau. Und alle hohen Funktionen hier im Lager wurden mit Auschwitz der SS besetzt. Jeżeli chodzi o to przesiedlenie więźniów z obozu Auschwitz, to nie tylko więźniowie zostali przelokowani wówczas, tylko również zostali więźniów, którzy z obozu w Auschwitz i z tego obozu drugiego położonego na terenie Dolnego Śląska w marszach śmierci zostali przeniesieni do Mittelbau-Dory. Te trzy osoby, Kazimierz Maria Leduchowski, Lidia Jakob i Władysław Tadeusz Opioła. Und pan Henryk Wierkowski gefragt worden war, das war ein bekannter polnischer Adliger, sich dem Widerstand angeschlossen hat während der deutschen Besetzung Polens und dann in das KZ Großrosen eingewiesen wurde als relativ alter Mann, der war da schon um die 60 Jahre alt und er ist auch wenige Tage nachdem er in Mittelbau-Dora angekommen ist, ich glaube Ende Februar 1945, hier dann gestorben. Ten pan, o którego pan pytał konkretnie, pan Maria Leduchowski, to szlachcic z Polski, który zaangażowany był bardzo intensywnie w ruch oporu. Z tego też względu trafił do obozu koncentracyjnego Großrosen, nie znam tej miejscowości. A w Polsce jest das auch irgendwie. Das heißt das auch Großrosen. Großrosen es gibt u Ogorzmicy. W Dolnym Śląskim. Tak, Dolny Śląsk. Więc trafił do tego obozu i później został przeniesiony do obozu koncentracyjnego Mittelbau-Dora, ale ze względu na wiek już nawet oraz doznane cierpienia końcem lutego 45 roku tutaj też zmarł. Auschwitz, drei Monate vorher schon hatten erleiden müssen. I właściwie dla więźniów obozu Mittelbau-Dora powtarza się historia ich współwięźniów, którzy 3 miesiące wcześniej przebyli to samo, nie? Nämlich die Räumungstransporte und die Todesmärsche. Nun kam Anfang April 1945 die amerikanische Armee von Westen heran. Czyli były to transporty takie opróżniające obóz i marsze śmierci, z tą różnicą, że od zachodu nadchodzili wówczas Amerykanie. Die SS räumte das KZ Mittelbau und die verschiedenen Lager des KZ Mittelbau und die Häftlinge wurden in einem schmalen Streifen zwischen der Westfront und der Ostfront, das war ja nur noch ein ganz schmaler Streifen, nach Norden und nach Süden getrieben
Und im Laufe dieser Todesmärsche kam es immer wieder zu Massakern, begangen durch SS-Angehörige, aber auch durch Wehrmacht und auch vor allem durch die lokale Bevölkerung. Jeżeli chodzi o więźniów, którzy wówczas zostali przepędzeni z obozów ulokowanych tutaj właśnie w okolicy Mittelwałdory, to zostali oni przepędzeni do takiego wąskiego pasa pomiędzy frontem wschodnim i zachodnim i wówczas też odbywały się masakry na więźniach, które były powodowane przez żołnierzy SS, Bundeswehr, ale również lokalną społeczność. Eines der schlimmsten Massaker dieser Art fand sicherlich in Gardelegen statt. Das ist eine kleine Stadt nördlich von Magdeburg. Sie sehen es hier auf der Karte, da etwa. Nach Północ in Magdeburg. Und dort. Dort endete ein Todesmarsch und die SS setzte sich ab, weil die Amerikaner sehr dicht waren und die SS wollte natürlich nicht in Kriegsgefangenschaft geraten. Die SS ist weggelaufen, hat die Häftlinge alleine gelassen. Und dann hat die Polizei und haben Bürger aus Gardelegen die Häftlinge zusammengetrieben, haben sie in eine Scheune gebracht am Stadtrand und die Scheune wurde in Brand gesetzt und die Häftlinge sind bei lebendigem Leibe verbrannt worden. Über 1000 Häftlinge wurden dort ermordet, in der Nacht, bevor die Amerikaner einrückten. Als die Amerikaner am nächsten Morgen kamen, schwelte das Feuer noch. Jedna z takich większych masakr więźniów miała miejsce w Gardelegen. W tym miejscu, gdzie kończył się jeden z tych marszów śmierci, ponieważ Amerykanie byli już bardzo blisko, więc te komandy SS nadzorujące tych więźniów rozpłynęły się, nie umocnili, bo chcieli ratować swoje życie. I wówczas do akcji weszła tamtejsza policja i ludność spędziła około 1000 więźniów do jakiejś szopy na obrzeżach miasta, podpaliła, więc te 1000 zostały w tym miejscu. Fast alle Häftlinge Mittelbordoras wurden auf diese Todesmärsche geschickt. Hier vor Ort sind nur sehr wenige Häftlinge zurückgeblieben, nämlich im Krankenrevier etwa 300 bis 400 Sterbenskranke und in der Birke-Kaserne in Nordhausen, diesem Sterbelager, von dem ich vorhin gesprochen habe. Auch dort sind etwa 500 Häftlinge zurückgeblieben und die wurden am 11. April 1945 hier vor Ort durch die Amerikaner befreit. Tylko bardzo niewielu więźniów Amerykanie zostali podczas wyzwolenia obozu 11-15-45 roku. Prawie wszyscy więźniowie zostali wypędzeni w te marsze śmierci. Około 300 do 400 więźniów znajdowało się w szpitalu obozowym i około 500 więźniów w tym kasynie żołnierskim, które było uważane za takie miejsce śmierci też. Die Fotos und die Filmaufnahmen, die die Amerikaner nach der Befreiung Doras und auch der Birke-Kaserne machten, kann man hier sehen. Und was danach folgt, ist im Grunde sehr schnell erzählt. Das Lager Dora wurde vorübergehend genutzt als Displaced Persons Camp, das heißt befreite Zwangsarbeiter und Häftlinge. Befreite Häftlinge wurden hier untergebracht, um von hier aus ihre Rückkehr in ihre Heimatländer zu organisieren. Das Ganze wurde im Herbst 1945 abgeschlossen. Und dann ist das Lager noch ein Jahr lang genutzt worden als Aufnahmelager für deutsche Vertriebene aus der Tschechoslowakei. Dalej już co działo się dalej? Obóz po wyzwoleniu został użyty jako to miejsce rozlokowania byłych więźniów do ich pierwotnego miejsca pobytu, czyli do ich miejsc rodzinnych. I to ta akcja właśnie trwała do jesieni 1945 roku. A później jeszcze przez około rok ten obóz Mittelwałdora był uważany jako taki obóz rozdysponowania uchodźców ze Śląska, czyli osób przesiedlanych ze Śląska. Danach, 1947, wurden die Baracken alle demontiert und 1948 war das ehemalige Lagergelände eigentlich nur noch eine Wiese und Wald. Eigentlich war hier kaum noch etwas zu sehen. W końcu 1947 roku wszystkie baraki zostały zdemontowane. W 1948 roku widać było tylko pola i łąkę. Die Amerikaner organisierten 1947 einen großen Prozess in Dachau gegen Verantwortliche, SS-Angehörige des KZ Mittelbordora. W roku 1947 Amerykanie w Dachau zorganizowali duży proces wytoczony sprawcom Die deutsche Justiz ermittelte seit den 60er Jahren gegen einzelne wenige Täter,
in Überdora, und zwar sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik. Aber das waren wirklich nur sehr wenige Strafprozesse. Die meisten Täter aus dem Bereich mit Überdora sind straffrei davon gekommen. Również Niemcy prowadziły swoje procesy o ukaranie sprawców zbrodni w obozie Mittelwaldora. Tak Niemcy federalne, jak i Niemcy wschodnie. Ale tych osób ukaranych faktycznie za popełnione zbrodnie było bardzo niewiele. Większość z nich uszła bezkarnie. Wir hören ganz bewusst nicht mit den Tätern auf, sondern mit den befreiten Häftlingen und zeigen exemplarisch, wie es den Befreiten, den KZ-Überlebenden nach dem Krieg erging. I zupełnie świadomie kończymy opowieść nie na sprawcach, lecz na więźniach, którzy przeżyli obóz koncentracyjny i prezentujemy ich historię po wojnie. Und die Frage, wie es ihnen nach der Befreiung erging, hängt im Wesentlichen damit zusammen, wie sie in ihre Herkunftsgesellschaften aufgenommen wurden, wo sie ursprünglich herkamen. Oczywiście to, jak im się wiodło po wojnie, bardzo zależało od tego, jak oni zostali przyjęci w społeczeństwie, z którego się wywiedli, skąd pochodzili. Polnische Überlebende, jüdische Überlebende, zum Beispiel hier, Kaskiel Goldberg, der aus Rutsch ursprünglich stammt, viele von denen kehrten nicht in ihre Heimat zurück, weil es zum Teil ihre Heimatgemeinden in diesem Sinne ja auch gar nicht mehr gab. Ihre Familien waren ausgelöscht worden. Sie versuchten nach Israel oder nach Amerika auszuwandern. Das war aber sehr schwierig aufgrund der restriktiven Einwanderungsbestimmungen. Und so waren viele jüdische Überlebende gezwungen, in Westdeutschland noch bis in die 50er Jahre in Lager für befreite Häftlinge zu leben. Mamy tutaj przykład żydowskiego więźnia i wielu innym pochodzenia żydowskiego, wielu innych spotkała ta sama historia. Ich rodziny w większości nie ocalały po wojnie. Wielu z nich, ponieważ nie mieli swojej ojczyzny, do której mogli wrócić, pozostali na terenie Niemiec w obozach właśnie dla byłych więźniów. I tak to zaczęło się dziać właśnie w tym. Am einfachsten hatten sicherlich die westeuropäischen nicht-jüdischen Überlebenden, die Franzosen, die Belgier, die sehr schnell in ihre Heimat zurückkehren konnten.